Du leidest nicht unter dem Leben. Du leidest unter den beiden wichtigsten Fähigkeiten, die du hast, einem lebhaften Erinnerungsvermögen und einem fantastischen Vorstellungsvermögen. Unter beiden leidest du. Ich wusste nur, dass ich auf eine Goldmine gestoßen bin, dass ich es nicht verlieren will. Ich hatte keine Worte, um zu beschreiben, was in mir vorgeht, aber ich wusste, dass ich auf etwas gestoßen bin, das ich nicht verlieren möchte. Dies ist das allererste Mal, dass du hier sitzen und mit der ganzen Welt sprechen kannst. Unterschätze dies nicht. Wenn wir überhaupt jemals in der Geschichte der Menschheit die Menschen transformieren können, dann ist dies der Moment. Dies ist unsere Zeit auf dem Planeten. Was wir aus dieser verdammten Welt machen, liegt an uns, was immer wir aus ihr machen. Wir sollten etwas machen, das, wenn wir zurückblicken und es sehen, zumindest in unseren Köpfen und Herzen muss es gut erscheinen, was wir getan haben. Ist es nicht so? Der Einfluss der Gruppe bei dieser Versammlung ist, nachdem ich es hochgerechnet habe, etwa 80 Millionen die Reichweite. Und deshalb würde ich gerne deine Meinung dazu hören, was wir tun können, um die Saat der Transformation in all unsere Inhalte, in unsere Medien einzubringen. Und was können wir als Menschen, die das Privileg haben, in der heutigen Zeit eine Stimme zu haben, tun, um sie für die Verbesserung, die Erhebung der Gesellschaft zu nutzen? Ich weiß, dass ihr alle das wisst, deshalb seid ihr in diesem medialen Umfeld. Aber trotzdem möchte ich es in den Kontext setzen. Schaut, viele großartige Wesen sind in der Vergangenheit gekommen. Krishna kam, ein wundervolles Wesen. Aber er konnte nur mit einer Person sprechen. Und dieser Typ hat 100 Fragen. Shiva kam, er ist der Adiyogi, der Ursprung des Yoga. Er versuchte, zu seiner lieben Frau zu sprechen. Sie hat 1000 Fragen, wollte nicht zuhören. Gautama Buddha kam. Er scharte ein paar Leute um sich, aber wenn er sprach, können es kaum 50 Menschen hören. Ich will damit sagen, er hatte kein Mikrofon. Ich meine damit, dies ist die Geschichte der Menschheit gewesen. Dies ist das allererste Mal, dass du hier sitzen und mit der ganzen Welt sprechen kannst. Unterschätze dies nicht. Wenn wir überhaupt jemals in der Geschichte der Menschheit die Menschen transformieren können, dann ist dies der Moment, weil wir jetzt zum ersten Mal in der Lage sind, überhaupt zu ihnen zu sprechen. I'm earning disciples. Ich gewinne Schüler. Das ist also das allererste Mal, dass wir eine echte Gelegenheit haben, Menschen zu transformieren. Denn nie zuvor konnten wir überhaupt zu ihnen sprechen. Vor vermutlich etwa 17, 18 Jahren begann meine Reise in dieser Online-Sache so. Ich war hier in Tennessee und ich war im Büro und arbeitete mit einigen Leuten. Und jemand sagte mir, Sadhguru, jeden Tag tippen etwa 100.000 Menschen das Wort Spiritualität ein. Ich sagte, wirklich? So viele Menschen? Wonach suchen sie? Ich sagte, tippe es ein, lass uns sehen, was rauskommt. Und sie tippten das Wort Spiritualität ein. Die erste Sache, die kam, war ein Wellness-Hotel in Mexiko. Die zweite Sache, die kam, war ein Callgirl in Nordkalifornien. Sie machte alles spirituelle Zeug. Sie ist die SEO, du weißt schon. Dann sagte ich, das ist eine Schande. Was ist hier los? Da habe ich beschlossen, dass ich online gehen werde. Und heute sollen wir weltweit in etwa 17 verschiedenen Sprachen 1 Milliarde Menschen berühren. Aber das ist nicht meine Vorstellung von Menschheit.
Ich muss euch dies sagen, zu jener Zeit, als dieser Hügel und andere Dinge geschahen, war ich erst 25 Jahre alt und ihr wisst, ich kann das nicht zu euch sagen, ihr seid eine junge Gruppe. Aber jetzt, wo ich alt bin, kann ich sagen, es gibt keinen Dummkopf wie einen jungen Dummkopf. Als wir jung waren, dachten wir immer, kein Dummkopf wie ein alter Dummkopf. Diejenigen von euch, die dazwischen sind, ihr seid verloren. Also ich war 25 und ich habe erkannt, dass wenn ich nicht mit meinem Verstand herumspiele, ich ekstatisch bin. Also dachte ich, wer würde das nicht wollen? Das ist es, ich habe es gefunden. Das ist es. Und ich habe mich hingesetzt und einen Plan gemacht. Die Bevölkerung betrug an jenem Tag 5,6 Milliarden Menschen auf der Welt. Ich machte einen Plan, das ist es. In einer Zeit von 2,5 Jahren werde ich so in die Welt gehen und ich werde die ganze Welt ekstatisch machen, innerhalb von 2,5 Jahren. 38 Jahre. Ich habe 7 Tage in der Woche gearbeitet, 365 Tage. Aber ich brauchte einige Zeit, um zu begreifen, wie tief die Menschen in ihr Elend investiert sind. Sie sind so tief investiert. Wenn du ihnen das Beste zeigst, sagen sie nein. Aber heute musst du nicht an ihre Tür klopfen. Du kannst einfach hineinschlüpfen. Hallo? Du musst nicht an ihre Türen klopfen. Du schlüpfst in ihre Taschen. Was das Näheste an ihrem Herzen ist, ihr Telefon. Du kannst in das hineinschlüpfen, ohne ihre Erlaubnis. An jenem Tag habe ich auch bei einigen sogenannten Experten in diesem Internet Angelegenheiten nachgefragt. Ich sagte, so viele Menschen sind im Internet, denn ich komme nie dazu zu surfen, dies und jenes zu sehen. Das Leben erlaubt mir solche Dinge nicht. Ich sagte, wonach suchen Sie? Und ganz beiläufig sagte er, Sadhguru, 70% der Daten sind Pornografie. Ich sagte, was? Er sagte, ja. Ich habe das nicht geglaubt. Ich habe das mit ein paar anderen Leuten abgeklärt. Sie sagten, Sadhguru, etwas in der Art, Sadhguru. Es ist nicht so weit hergeholt, irgendwo dort. Und dann sagen sie mir, dass etwa 2,5 Millionen Kinder im Internet verkauft werden. Ich sagte, was ist das? Wenn wir eine Technologie bekommen, mit der wir jeden Menschen erreichen können, was wir tun, ist, unsere Kinder zu verkaufen? Was ist los mit uns? Hallo? Man kann nicht tiefer sinken, als wenn man seine Kinder verkauft, ist es nicht so? Hallo? Ein menschliches Wesen kann nicht weitergehen. Es gibt nichts Abgründigeres als das. Wenn wir dir also eine großartige Technologie geben, wirst du deine Kinder im Internet verkaufen? Vielleicht die Kinder von jemand anderem? Ich sagte an diesem Tag, wir müssen schamlos ins Internet gehen. Die Leute sagten, nein, nein, Sadhguru, es wird nicht gut aussehen, ein Guru im Internet. Ich sagte, das ist mir egal. Wir werden alles nach draußen tragen. Seitdem sind wir draußen. Bitte, auf welche Weise auch immer ihr denkt, dass ich helfen kann oder ihr helfen könnt, lasst es uns möglich machen. Denn in unserer Generation, das ist unsere Zeit auf dem Planeten. Was wir aus dieser verdammten Welt machen, liegt an uns, was auch immer wir aus ihr machen. Hallo? Wir sollten etwas machen, das, wenn wir zurückblicken und es sehen, gut erscheint, zumindest für uns. Auch wenn andere Menschen es nicht gutheißen, zumindest in unseren Köpfen und Herzen muss es gut erscheinen, was wir getan haben. Ist es nicht so? Hallo? Ihr alle, die ihr mit Technologie ermächtigt seid, müsst dies umsetzen, auf die eine oder andere Weise. Dass wir, wenn wir uns umdrehen und zurückblicken, uns nicht für das schämen, was wir getan haben. Dies ist eine Sache, die jeder Mensch tun sollte. Es spielt keine Rolle, welche unsinnigen Urteile andere Leute über euch fällen. Ihr solltet euch nicht schämen für das, was ihr getan habt. Ist es nicht so? Nach euren eigenen Maßstäben, sage ich. Du musst dich nicht nach meinen Maßstäben oder den Maßstäben anderer richten. Aber du solltest dich nicht für das schämen, was du getan hast. So viel muss jeder Mensch tun. Vor allem, wenn du in irgendeiner Weise ermächtigt bist, musst du das tun. Lasst es uns möglich machen.